Boys. Am Schlagzeug Adam Soloy. An der Gitarre André Schürrle. Und der Frontmann Louis Holtby. Herzlich willkommen. Hallo Louis. Adam. Herzlich willkommen. Natürlich auch Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum aktuellen Sportstudio am Samstagabend. So sehen Sieger aus. André will die Gitarre gar nicht mehr hinlegen. Nee. Erstmal muss ich mich nach dem körperlichen Befinden erkundigen. Louis ist ausgewechselt worden zur Halbzeit heute. Alles in Ordnung? Wadenverhärtung hieß es? Ja, also soweit ist alles in Ordnung. Ich hatte halt wie einen Golfball in der Wade stecken. Es war halt ziemlich hart. Mein Fuß war auch noch geprellt, von daher habe ich zum Trainer gesagt, lieber mit 50% raus, als dann noch am Platz zu stehen und irgendwie einen wichtigen Zweikampf zu verlieren. Ja, und hat er direkt gehandelt und alles ist gut gegangen. Also Sie haben sich zu dritt hierher geschleppt. Sind Sie denn jetzt eher Take That oder die Rolling Stones? Mainz Life. Ja, ich glaube, wir sind von allem etwas. Ja. Einige nennen uns schon die Bruchweg Boys, Mainz Life, Take Mainz, wir sind alles... Wir nehmen es alles mit Humor an. Hat denn einer von Ihnen überhaupt jemals ein Instrument gelernt, André? Nein, ich. Blockflöte? Nee. Geige, Adam? Ja, ich habe eins. Ganz? Ja, was denn? Nee, ich habe gar nichts. Also, gar keine Ahnung. Luft wir gefallen. Feiern heute die drei jungen Helden vom FSV Mainz 05. So. Und da ist unser Mainzer Trio wieder. Louis Hoffi, André Schürrle und Adam Soloy. Ich habe extra unseren Ungarn Belaréti gefragt die Woche, wie man denn diesen Nachnamen korrekt ausspricht. Wir hören immer unter. Sagen Sie es einmal aus Ihrem Mund, Soloy? Also mein Name ist Adam Soloy. Soloy. Ja, genau. Heißt das korrekt auf Ungarisch? Ja. So, und wir haben gerade eben gehört, also Herr Alagui wird heute Nacht wahrscheinlich kein Auge zutun. Wie wird es Ihnen gehen heute? Ich denke mal, es ist kaum zu realisieren, was jetzt momentan abgeht. Das ist Wahnsinn. Die Mannschaft spielt einfach momentan hervorragend Fußball. Wir kämpfen, wir laufen uns kaputt, jeder für den anderen und es ist einfach Wahnsinn. Und ich denke mal, es wird heute eine lange Nacht für jeden. Karl-Heinz Rummenigge hat gerade eben gesagt, wir haben heute schlecht gespielt. Also für seine Bayern hat er gesprochen. Und witzigerweise hören wir das immer wieder von den Mannschaften, gegen die sie spielen, dass die sagen, sie haben so eine schlechte Leistung gebracht. Es war auch in Wolfsburg so, es war in Köln so, es war in Bremen so. Hatten Sie heute tatsächlich das Gefühl, ich meine, bei Bayern hat die gesamte Kreativzentrale gefehlt, von Ribéry fällt aus, Arjen Robben wird länger fehlen. Hatten Sie tatsächlich das Gefühl, Sie sind dort auf ein extrem geschwächtes Team gestoßen? Nein, auf keinen Fall. Der Trainer hat uns super eingestellt wieder auf Bayern München und ja, der Plan hat gegriffen. Wir haben die Bayern gepackt, wo wir sie packen wollen und ja, hat wieder alles geklappt und ja, zum Glück haben wir noch das 2-1 geschossen durch Adam und können den Sieg feiern. Also der Matchplan, Leidenschaft, Laufbereitschaft, Disziplin, Inspiration, Initiative, Respekt ja, aber Angst nein. Das sind Dinge, die Sie kennen? Ja, definitiv. Die Vorgaben werden uns vorgestrebt. Der Trainer, man sieht es in seinen Augen, er zeigt uns einfach was vor. Er gibt uns eine Glaubwürdigkeit, die uns einfach mit hellen Augen in den Besprechungen da sitzen lässt. Und wir sind alle total motiviert. Es steht eine Mannschaft auf dem Platz, die einfach um jeden Grashalm kämpfen möchte. Und das ist die Erfolgsspur einfach von uns, dass jeder einfach bereit ist, ja, die letzten Zentimeter zu geben. Aber der Matchplan, der sieht ja jedes Mal anders aus. Also der André zum Beispiel, der ist heute erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Und es ist ja so, dass nicht nur die Mannschaft überrascht wird, die gegnerische Mannschaft von der Aufstellung, sondern manchmal auch die Spieler selber. Adam, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, André war heute draußen. Wenn jetzt der Trainer sagt, der muss eine unglaubliche Überzeugungskraft haben, der Thomas Tuchel. Nächstes Wochenende gegen Hoffenheim, spielen wir nur zu siebt. Machen Sie es auch? Ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, was bei uns abgeht, dass eigentlich ist egal, wer im Bank sitzt und wer am Anfang an spielt, das respektiert einfach alle. Und wenn jemand nur 10 Minuten spielt, dann gibt er auch 120% für die ganze Mannschaft. Und ich glaube, deswegen sind wir momentan so stark. Das heißt, wann ist der Masterplan gereift, André? Wann hat Ihnen Thomas Tuchel gesagt, dass Sie heute erst Mitte der zweiten Halbzeit kommen würden? Ja, das hat er mir heute bei der Besprechung gesagt, dass ich erstmal auf der Bank bin. Und ja, das hat jeder Spieler zu respektieren. Und das ist dann auch okay? Ja, er bringt das so glaubwürdig rüber, jedem Spieler in Einzelgesprächen, dass man da trotzdem sehr motiviert ist, dann reinzukommen. Und
ja, nochmal alles für die Mannschaft zu tun. André und Luis, Sie teilen ein Zimmer. Ist das dann mit Fernsehen gucken bis in die Puppen oder ist das mit Minibar plündern oder ist das einer schmeißt dem anderen das Kissen um die Ohren, weil er schnarcht? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, der Luis schnarcht schon als ein bisschen, aber ja, dann wecke ich ihn nachts mal auf und dann kann das auch sein lassen. Aber ja, wir gucken DVDs und haben ein bisschen Spaß miteinander. Also nicht was Sie jetzt denken, nein. Nein, wir... Das ist doch schön. Ein bisschen Witze machen und... Ich würde genau dazu was sagen. Na klar, Adam. Also die beiden haben es schön miteinander und Adam? Nein. Also bei den meisten Heimspielen bin ich mit Chu. Und so um 2 gegen 3 wache ich jedes Mal auf, weil der redet. Also wenn er träumt, fängt er an zu reden. Ja. Und das macht er fast bei jedem Heimspiel. Und was erzählt er dann so? Der lacht immer. Ja, im Augenblick hat er ja auch nur zu lachen. Na, ehrlich, ich wache immer auf und denke ich... Über was kann er um 3:30 machen? Ja, dann müssen Sie mal, Sie müssen es mal aufnehmen und Ihren Vorspiel am nächsten Tag. Er hat daheim einen kleinen Hasen und das ist Flocke. Um und deswegen macht er sich Sorgen und ich sage ihm halt immer nach dem Training, wenn was ist, ruf mich an. Ich komme dann vorbei noch, bringe die Medizin und bin praktisch der Patenonkel vom Flocke. Ja, die mögen Löwenzahn. Und eine Freundin hat einen Hase, also das muss man alles relativieren. Ja, jetzt könnte man meinen, das ist so eine Momentaufnahme. Und Sie sind ganz plötzlich so erfolgreich mit Mainz. Dabei, wenn wir uns das saisonübergreifend mal anschauen, Sie haben seit dem 3. April nicht mehr verloren. Das geht natürlich in erster Linie an die Adresse von Adam. Und viele sagen sich, das gibt's doch gar nicht, da muss doch irgendwann mal ein Einbruch kommen. Das können die unmöglich eine ganze Saison durchhalten. Ja klar, das ist ganz schwer. Und im Fußball auch so, wenn man eine Mannschaft ist, die ganze Zeit oben, irgendwann kommt mal das auch ein bisschen runter. Aber ich glaube, wir denken gar nichts daran, dass irgendwann mal runtergeht. Wir denken einfach zu dem nächsten Spiel und wir bringen das weit, was wir können. Und bis dahin ist Party offensichtlich in und um Mainz. Kennen Sie eigentlich Halldór Orri und Jóhann Laxdal? Das sind 2 Isländer, die spielen in der isländischen Liga überraschenderweise bei Stjarnan Garðabær. Und das sind absolute Superstars auf YouTube. 1 Million Klicks und jede Menge Lachen. Wenn die Tore schießen, dann haben die so eine richtige Choreografie. Dann führen die so eine Art Theaterstück auf. Und hier haben wir mal eine kleine Anregung an Sie. Diese beiden Stücke heißen Fisch und Toilette. Oh. So, hier also Torerfolg. Und jetzt passiert's. Sieht erst noch sehr unspektakulär aus, aber da wird die Angel ausgeworfen. Da werden wir schon alle eine gelbe Karte kriegen. Und dann wird der Fisch präsentiert. Nein. Adam kennt's? Alle kennt's. Ich glaube, da gibt's noch eins mit dem Fahrrad. Da gibt's ganz viele verschiedene Motive. Ja. Wir zeigen jetzt gleich noch mal eins und Sie dürfen dann raten, wie das heißt. Das ist besonders schön. Achtung. Ja. Was war das? Ich denke mal, es ist offensichtlich. Es geht natürlich um die Geburt. Ne? Es ist die Geburt. Es würde aber im Prinzip, sowas würde zu Ihnen super passen. Also wie wäre es mit den fröhlichen Mainzelmännchen? Guten Abend! Ja, müssen wir uns noch mal was ausdenken. Die Saison ist lang. Also damit können Sie für Furore sorgen in der Liga. So, über Thomas Tuchel haben wir schon ganz kurz gesprochen, André. Natürlich hat der Trainer einen maßgeblichen Anteil auch am Erfolg. Sie kennen ihn am besten, haben kontinuierlich mit ihm gearbeitet. Was macht denn der jetzt besser als alle anderen? Außer, dass er seinen Matchplan hat. Ja, was er besser macht als alle anderen, kann ich so nicht beurteilen. Ich habe ja wenige Trainer erst gehabt. Und auf jeden Fall hat er eine super Art. Er ist nah an der Mannschaft dran, aber er weiß auch, wann er die Zügel wieder enger ziehen muss. Und ja, es ist einfach eine Mischung. Er motiviert uns super von Spielen. Und ja,
kann nur sagen, dass er ein sehr guter Trainer ist. Also André hat den Vergleich vielleicht nicht noch so, aber Louis hat ihn auf jeden Fall. Der hat auch schon unter anderen Trainern gearbeitet. Heiko Herrlich war einer, ja. Felix Magath war einer und über den haben Sie mal gesagt, das war der beste Trainer, den ich jemals hatte. Mhm. Gilt es heute auch noch? Es ist schwer zu sagen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich kann jetzt nur sagen, dass ich halt viel erlebt habe bis jetzt in der kurzen Zeit. Jeder hat, wie gesagt, seine Stärken. Bei Magath ist es natürlich auch der Fall, dass er natürlich auch Big Boss ist, dass er mehrere Aufgaben hat, dass er sich um mehrere Sachen kümmern muss. Und da hat er auch noch viele um sich herum, die auch arbeiten. Und ich muss sagen, dort habe ich auch viel im Kraftbereich gelernt, viel vom Kopf her mich weiterzuentwickeln und auch ja, die Physis auch, wie gesagt, stabiler zu bekommen. Und jetzt bei Tuchel ist ein Mastermind, ist ein Taktikfuchs, er kann den Gegner lesen und es sind halt verschiedene Faktoren, die halt einen weitergebracht haben. Auf jeden Fall wird dieses Trio nur eine Saison Bestand haben. Das steht jetzt schon fest. André geht nach Leverkusen und Louis ist ja eigentlich von Schalke auch nur ausgeliehen. Verfolgen Sie das Schicksal momentan der Mannschaft auf Gelsenkirchen? Gibt es hin und wieder mal einen Anruf von Felix Magath, der sagt, Louis, schade, dass ich dich abgehen lassen. Es wäre besser gewesen, du wärst geblieben. Oder möchten Sie eigentlich prinzipiell sowieso lieber in Mainz bleiben? Nee, also ich schaue mit einem Auge drauf. Einer meiner besten Kumpels, Christoph Moritz, mit dem telefoniere ich halt jede Woche. Und natürlich hoffe ich auf eine Art, dass sie wieder hochkommen. Das ist Schalke 04 darf nicht unten rumspielen. Das ist ein Top-Club natürlich und der muss oben mitspielen. Aber ich spiele jetzt bei Mainz. Ich konzentriere mich zu 100% hier auf diesen Verein, kann mich auch mit dem Verein auch zu 100% identifizieren. Und es macht mir einfach Spaß, jeden Tag mit den Jungs zu kicken und auch gerade unter dem Trainerstab. Und ja, ich freue mich einfach jetzt noch auf weitere Spiele und dann wird gesprochen. Aber ich meine da herauszuhören, dass wenn Felix Magath riefe, Sie zum Ende der Saison wieder zurückkehren würden nach Schalke. Das für Adam würde das bedeuten, er bliebe alleine zurück. Muss ich die Band alleine weitermachen? Ja, das ist jetzt die Frage. Singen, Gitarre spielen. Singen, Gitarre spielen, alles. Ja, es gibt ja so Alleinunterhalter, vielleicht mit einer Drehorgel. Aber ist das ein Moment, den Sie jetzt schon fürchten? Oder genießen Sie den Moment und lassen Sie die ruhig gehen? Weil momentan stehen wir sowieso vor den beiden in der Tabelle. Ich genieße gerade den Moment, dass wir noch zusammen sind, zu dritt zu spielen. Und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Torjubel machen können. Adam Szolai hat ja schon bei einem großen europäischen Verein gespielt. Er war bei Real Madrid, hat da in der zweiten Mannschaft ausgeholfen. Wie nah sind Sie denn da so Stars wie Cristiano Ronaldo zum Beispiel tatsächlich gekommen? Also letztes halbes Jahr, also ich war 2,5 Jahre dort. Und letztes halbes Jahr war ich nur oben mit der ersten Mannschaft trainiert. Und habe ich halt für die zweite Mannschaft gespielt. Also soweit mit Christoph Marcelda oder mit Raul oder mit Van Nistelrooy bin ich schon gute Freunde. Ja. Die sind auch alle nicht mehr da. Würden Sie sagen, Sie sind dort sportlich gescheitert oder war das auf jeden Fall ein Gewinn für Sie, dass Sie da waren? Also ich persönlich finde ich auf jeden Fall, wenn man nicht die Chance bekommt zu spielen und muss halt auf der Bank zu spät sitzen, dann natürlich ist das für den Spieler auf jeden Fall besser, zu dem so ein Verein gehen, wo er spielen kann. Und natürlich in der Bundesliga ist halt ist eine sehr gute Sache. Thema internationaler Fußball. Abschließend noch Nationalmannschaft. Hier sitzen drei junge Männer mit vier Pässen. Adam ist Ungar, André ist Deutscher und Louis hat den Deutschen und den. Können Sie eigentlich so richtig britisch-englisch sprechen? Sprechen Sie das? Ja, ich habe es gelernt. Mein Vater mit dem. Sagen Sie einen Satz immer. Ganz kurz. What should I say? What should I say? Also so richtig britisch. Das weiß natürlich Joachim Löw auch, dass Sie zwei Pässe haben. Und haben Sie in irgendeiner Form einen Hinweis schon mal darauf bekommen, dass es möglich sein könnte, dass Sie eventuell im November dann gegen Schweden mal in einem Freundschaftsspiel schon zum Einsatz kommen? Oder für wen schlägt Ihr Herz? Also ich muss sagen, damals war es so, dass ich halt durch meinen Vater natürlich die britische Seite hatte. Aber ich muss auch ehrlich zugestehen, seitdem ich das erste Mal die Nationalhymne mitgesungen habe bei einem U-Länderspiel, ja, habe ich mich sofort verliebt und auch jetzt mit der Ehre, U21-Kapitän zu sein, steht für mich einfach ist ganz klar fest, dass ich halt für Deutschland spielen möchte. Und mein Vater versteht es, er ist zwar natürlich britisch und englisch, aber er hat gesagt, ich bin stolz auf ihn. Er hat die Leistungen seiner Mannschaft bei der WM ja auch gesehen. Genau, und ich möchte auch Titel gewinnen und von daher, aber Spaß beiseite. Aber er akzeptiert es, er ist stolz drauf und ich möchte für Deutschland spielen. Adam Szolai, André Schürrle und Louis Holtby mit einem Bekenntnis zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir sehen uns nachher an der Torwand.